Ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem virtuellen kontinentalen Messestand bei der Produktmarke ATE. Ich möchte mit euch heute über ein Gerät reden, was wirklich in keiner Werkstatt fehlen darf. Ein Bremsenentlüftergerät. Dazu stelle ich mir und euch zwei Fragen. Was muss ein Entlüftergerät mindestens können, damit der Kauf Sinn macht und ich im Nachgang nicht feststelle, dass eine Funktion fehlt? Also ein Einsteiger- oder Zweitgerät. Zweitens, was unterscheidet ein Profigerät zu dem? Welche zusätzlichen Funktionen hat es, um die Arbeit deutlich effizienter und einfacher zu machen? Erst einmal zum Einsteiger- oder Zweitgerät, so wie dieses hier. Das Gerät soll einfach sein, robust sein, intuitiv bedienbar. Es soll unterschiedliche Druckstufen haben. Es soll einen gleichmäßigen, kontinuierlichen Flüssigkeitsstrom beim Entlüftungsvorgang bereitstellen. Es soll natürlich auch Ersatzteilservice vorhanden sein und im Bedarfsfall ein Leihgeräteservice. Auf Anregung unserer Kunden haben wir beim FB5 e.V. gegenüber unserem Klassiker, dem FB5e, folgende Verbesserungen umgesetzt. A. Wir haben eine variable Druckregelung mit Manometer eingeführt. Dann haben wir die Fördermenge aufs Doppelte erhöht. Und zusätzlich haben wir hier eine Drucküberwachung, eine elektronische, installiert, damit, wenn sich das Gebinde entleert, verhindert wird, dass Luft ins Bremssystem gelangt. Jetzt zu der zweiten Frage. Was muss ein Profigerät darüber hinaus können, damit kein Wunsch offen bleibt und alle Bremsen, Entlüftungsarbeiten effizient am Fahrzeug erledigt werden können? Ein Profigerät sollte die Möglichkeit bieten, über eine separate Funktion mit Hilfe einer Sauglanze die alte Flüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter zu entnehmen und natürlich in einer Auffangflasche separat zu sammeln. Dazu ist es wichtig, dass ein entsprechender Anschluss für ein Entsorgungsfass vorhanden ist. Was bietet unser Profigerät ATE FB30 SR noch? Wir haben hier feste Druckstufen. Damit kann ich schnell, effizient die wichtigsten Drücke sofort einstellen. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, jede Druckstufe manuell einzustellen. Wir haben die Folientastatur deshalb gewählt, weil dadurch bei der Bedienung alle mechanischen Elemente entfallen. Ja, was ist für ein Profigerät heute noch wichtig? Wir haben im Rahmen von Inspektionsarbeiten bei bestimmten Fahrzeugen die Notwendigkeit, den Lüfterschrauben an einer Achse zu öffnen. Das bedeutet, ich brauche einen hohen Volumenstrom, damit der Ausgleichbehälter nicht leer läuft. Zudem benötige ich einen voreingestellten Druck, den der Fahrzeughersteller mit einem Tester vorschreibt. Wie erreiche ich das? Mit einer elektronischen Druckregelung ermöglichen wir hier, dass dieser Druck in bestimmten Niveau gehalten wird, der voreingestellt ist. Und natürlich durch eine doppelte so hohe Fördermenge wie bei den Einsteigergeräten erreichen wir auch hier in kontinuierliches Nachlaufen im Ausgleichbehälter des Fahrzeuges. Wenn das Gebinde leer läuft, schaltet das Gerät ab und zusätzlich ertönt ein Warnton. Das Gerät ist für Gebinde bis zu 30 Liter ausgelegt. Wir haben am Boden des Gerätes ein Edelstahlblech aufgebracht, um beim Rein- und Rausnehmen des Gebindes zu verhindern, dass Beschädigungen entstehen. Unser Gerät hat 4 Räder, davon 2 Lenkrollen. Das ermöglicht ein ideales Handling in der Werkstatt. Zudem bieten wir einen Ersatzteilservice und natürlich im Bedarfsfall einen Leihgeräteservice an. Und so haben wir das ATE FB30 SR für Profis konzipiert, als ein Bremsenentlüftergerät, das wirklich keine Wünsche offen lässt. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues mitnehmen. Ich hoffe natürlich auch, euer Interesse geweckt zu haben. Mehr Informationen erhaltet ihr auf unserer Internetseite www.kontinental-aftermarket.com. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, welche Bremsflüssigkeit zu verwenden ist, beziehungsweise wann ein Zweitgerät sinnvoll ist, dann schaut euch bitte unser Videopodcast ATE Bremsflüssigkeiten an.